Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Remember Me. In der letzten Folge hatten wir ja die Codes gestohlen gehabt für den Damm und Edge hat dann den Damm gesprengt. Dadurch wurde dann die unteren Ebenen von Slum 404 trockengelegt und ja, Saint-Michel wurde dann überflutet. Viele Unschuldige sind gestorben, aber uns scheint es nicht so arg zu jucken, scheinbar. Also so von den Details her sieht das schon mega geil aus. Also das ist schon krass. Klar könnte alles so ein bisschen mehr Tiefe vertragen, aber sowas. Sieht schon geil aus. Hat was. So. Hier ist noch etwas. Irgendwo. Sieht so nach Bar aus, aber ich komme da nicht ran. So, hiermit kann ich die Tür. Ah, hier. Hier. Hab's. 4 von 5 Patches. Im Anfangsbereich gab es ja noch eins, was wir nicht. Was sind das denn? Scaramex sind Parasiten, die sich von Energietransfers aus der Umgebung ernähren. Achten Sie auf das charakteristische Geräusch, das sie verursachen, um sie aufzuspüren und zu töten. Die Sache hier geht den Bach runter. Ach so, was solche Collectibles betrifft, die sammle ich nie ein, also schaffe ich nicht. Versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotageakts. So. Die verpatzte Festnahme. Die Geschichte von Neo Paris. Hier. Die Leaper tauchen auf, ne? Ja. So. Ihr kennt das Spielchen. Ihr dürft mal wieder lesen, wenn ihr wollt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Der perversen Gedächtnisräuberin Nilin, Terroristin und aktuelle Spießgesellin von Edge, scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Cyber-Einheit, Captain Ah, hier. Da, wo es rot ist. Irgendwo. Da ist das Schild. Für Neo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Erlös. Nochmal gucken. So. Ist es überhaupt das Schild? Hier ist ja alles irgendwie rot. Ah, nee, das ist da unten. Eine neue Combo ist im Combo Lab verfügbar. Drücken Sie, um aufzurufen. Ja.
Nein, will ich nicht. Also habe ich schon mal zu wenig Impressionen, um das hier komplett einmal abzuschließen. Okay. Der Sound aussetze, was soll das denn? Ich habe keinen Sound. Habt ihr Sound? Da, jetzt ist er wieder da. Oh, ich habe einen neuen Gesundheitsbalken bekommen. Komisch. Beim ersten Mal spielen ist das nie passiert, nur jetzt heute. Schade, dass ich mit dem Spammer keine Gegner angreifen kann. Am Anfang habe ich gedacht, ich könnte die so wie Christmas, Kid Christmas da angreifen, aber... Fix. Mein Couchwärmer heute ist Ihr Kommentar zur terroristischen Bedrohung? Das ist das letzte verzweifelte Aufräumen der sterbenden Bewegung. Alles bewegt sich zu leer! Sind wir im Rotlichtmilieu angekommen? Kennen wir doch. Hi, wir haben uns schon mal gesehen. Ich heile deine Traurigkeit. Nimm meine Augen. Na toll. Ah, feuern Sie mit dem Spammer auf Marodeure, die von den an den Wänden hängen halten. Okay. Ah, okay. Mist. Da. Den habe ich gesucht. Au. So, oben bei den
Mülltonnen. Hatten wir das nicht schon mal? Also es kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Deshalb wundert es mich gerade. Das war nicht gut. Okay, die Mülltonnen sind doch nicht. Ich dachte, die sind vielleicht hier auf der Seite irgendwo. Entschuldigung. Also wir haben theoretisch schon zwei Gegner platt gemacht. Die Architektin zähle ich jetzt nicht dazu, weil das war ja kein Gegner, das war ja nur unser, ich sag mal, Hauptziel. Aber so was Gegner betrifft. Ich hätte da irgendwo anders hingehen müssen, da oben lang, glaube ich. Scheiße. Mist. Naja. Jax, diese Werbung, die kenne ich. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Jax der Panda, ein Happy Place Produkt. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder. So. Slum 404. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss. 3, 2, 1. Und Kinder lieben ihn. Zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Jax der Panda, ein Happy Place Produkt. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Jax der Panda, ein Happy Place. So. Das sieht so nach Arena-Fight aus. Okay, eine neue Impressionsklasse ist verfügbar. Eine Kettenimpression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Eine Kettenimpression ist selten und sehr mächtig. Platzieren Sie sie mit Bedacht.
denken sie ebenfalls daran, dass je weiter hinter eine Impression in einer Kompo platziert ist, umso größer ihr Effekt sein wird. Dies betrifft auch Kettenimpressionen. Verwenden sie die neue Impression, um eine Kombo zu erstellen. Je länger die Kombo ist, desto kraftvoller. Okay, sie sagen zwar, die ist selten, aber die ist genauso selten wie Healing. So, ich nehme mal Y. Füge die dahin. Ah, das... Okay. Nein. Funktioniert das? Verdoppelt er jetzt das Doppelte und das Doppelte und... Nein? Die untere Kombo werde ich eh nie ausführen. So, jetzt. Also, wir beginnen mit... Entschuldigung. Beginnen wir einfach damit. So, dann nehmen wir ein bisschen Kraft. Dann nehmen wir ein bisschen Healing, haben wir ganz schön wenig, ne? Haben wir da könnten wir Healing nehmen. Ja. So, dann nehmen wir nämlich hier etwas Kräftiges. Und dann... Et voilà. Haben wir eine super geile Kombo. Die ich sogar ausführen würde. Ja. Klingt gut. Und hier kann ich ja die Reste reinstopfen. Damit, wenn ich die mal aus Versehen ausführe, dann auch was passiert. Ja, dann nehme ich nämlich hier Stärke. Dann kann ich nämlich hier hinten. Das ist ja cool. PMP plus 20. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch einen reinknallen würde, was würde da passieren? Also jetzt haben wir ein Damage von 310. Aber die Regeneration ist ja um ein Vielfaches jetzt gestiegen, sehe ich das richtig? Verdoppeln will, macht das richtig Sinn. Cool. Oh, das ist schon wieder so ein Fettsack. Ah, jetzt haben wir wieder etwas zum Freischalten. Haben wir überhaupt etwas? Das könnten wir freischalten, ne? Mehr haben wir auch nicht. Cool. Also es macht schon irgendwie Bock. Also das Kampfsystem ist schon... cool. Also ich finde es witzig. Auch dieses Verknüpfen jetzt. Das bringt nochmal eine neue Spielerei. Also schon das mit dem
Mit dem Verkürzen der Ladezeiten und sowas. Mit der Aufladung. Irgendein blaues Schild. Da ist ein blaues Schild. Hier. Focus Boost. Das ärgert mich so ein bisschen, dass wir das vorhin so ein bisschen verpasst haben, das eine. Also ich hasse Collectibles. Aber solche Collectibles, die mir dann so einen gewissen Boost oder sonst was geben, finde ich dann doch irgendwie dann wieder gut. Kann ich die Leiter da nicht benutzen? Oh. Ups. Okay. Café de Docks. Nilin, ich warte am Leak in Brain auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Giffer. Yo. Entschuldigung. So. Was war das? Das wüsste ich auch gerne, was das war. Brain Pain. Also. Was ist denn mit dem los? Alter. Ich wusste nicht, dass das ein Horrorspiel wird. Okay, Arena Fight, glaube ich. Was ist das denn für einer? Ein Gollum? Unsichtbarer Gollum? Scheiße, die aus diesem Tunnel kommt schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen.
Okay, also hier komme ich ja her. Ach, da oben. Ui. Seit Generationen trotzt unsere Stadt allen Stürmen und erfindet sich ständig noch. Heute trotzen wir den. Also die Optik ist schon Hammer. Das wird wichtig. Au. Bleib hart, Nillen. Humpelt sie jetzt sogar? Ja. Hammer. Okay, jetzt doch nicht mehr. Jetzt humpelt sie jetzt nicht mehr. Ungeziefer! Ich heile deine Traurigkeit. Ach du Scheiße, was ist mit denen los, ey? Okay, ich glaube, mit diesen Sachen hier haben sie versucht, das Spiel zu strecken. Also inhaltstechnisch hat das Spiel scheinbar nicht viel zu bieten. Ne? Auch mit diesen Sammelobjekten. Sensens Doss. Fährt alle Sensens herunter, betäubt alle Gegner, enthüllt Unsichtbare. Öffnen Sie S-Impressionsrad und markieren Sie das Doss-Sensens. Ey! Ich sehe den doch hier. Au. Ey! Gib mir dein Gesicht! Oh, das ist ja total nervig. Ich heile mich jetzt erstmal. Also die Kamera ist grauenhaft. Ah, Blutlicht. Was ist mit dem hier eigentlich? Jetzt aber. War's das? Ja, scheinbar schon. Beobachtungsplattform herablassen. So.
Ich würde auch sagen, bevor wir hier weitermachen, machen wir eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Remember Me. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Unten im Kommentariat könnt ihr einen Kommentar da lassen. Und falls euch generell so gefällt, was ich mache, könnt ihr den Kanal abonnieren. Das wäre super. Würde mir sehr weiterhelfen. Ja, wäre schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.